Ich mag Sprache sehr, sehr gerne. Ich mag gerne die deutsche Sprache, natürlich. Die deutsche Sprache hat unfassbar lange Worte. Ganz fantastisch. Viele, viele tolle, lange Worte, um die uns alle auf dem Planeten beneiden. Gigantische Monster-Wortkonstruktionen zusammengeschweißt in deutschen Wortschmieden. Es ist unglaublich. Alle schauen neidisch auf lange deutsche Worte und sagen, wow, das ist zu lang. So schauen die auf uns. Und ich finde es auch so toll an der deutschen Sprache, dass die deutsche Sprache schafft auch einen unfassbaren Kontrast. Das ist die deutsche Sprache hat sowohl den Zauberlehrling von Goethe, hat der alte Hexenmeister sich noch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben, hervorgebracht. Und gleichzeitig dieselbe Sprache, Ibims. Erinnert ihr euch an die Scheiße? Das war furchtbar. Ibims von Jan Philipp her. Das war furchtbar. Und das ist beides die deutsche Sprache. Es ist fantastisch. Das ist, als ob Michelangelo, die Sixtinische Kapelle, als ob der so ein Deckenfresko da dran gemalt hätte, aber von einem Kackehaufen-Emoji. Fantastisch. Und wir haben natürlich auch viele, viele, viele Worte in der deutschen Sprache und trotzdem fehlen immer noch einige Worte im Deutschen, Worte, die dringend benötigt werden, die nicht existieren. Mir persönlich fehlt zum Beispiel ein stärkeres Wort für schütteln. Schütteln ist oft zu sanft. Man schüttelt Kissen und Saftkartons und Babys, aber ich, hoppala, ich brauche ein Wort dafür, wie man eine erwachsene Person schüttelt. In der verzweifelten Hoffnung, dass dadurch irgendein loses Bauteil im Gehirn wieder an seinen angestammten Platz zurückfindet, ein Stromkreis sich schließt und lange ungenutzte Hirnareale wieder mit Energie versorgt werden. Ein Schütteln, das sagt, wach auf, Bettina! Deine Alpaka-Farm geht den Bach runter! Warum hast du den Tieren Pullover gekauft? Alpakas brauchen keine Pullover, sie sind aus Pullover gemacht! Das brauche ich. Dringend. Ich habe viele Freunde mit unwirtschaftlichen Alpaka-Farmen. Ich mag aber auch die englische Sprache sehr gerne. Wobei ich glaube, dass wir uns bei der englischen Sprache, da passiert so ein bisschen Augenwischerei. Dadurch, dass wir sie nicht intuitiv verstehen, wenn wir sie hören, sondern übersetzen müssen in uns, wie wir die deutsche Sprache ja intuitiv verstehen, denken wir bei vielen Worten nicht darüber nach, was sie bedeuten. Ich zum Beispiel habe immer unfassbar gern bei Subway gegessen. Dieses Sandwichladen, Subway, Sandwich. Und wenn man Subway Sandwich auf Englisch hört, denkt man, ja, cool, das klingt lecker nach Freiheit, New York und Route 66, was weiß ich. Und wenn man das dann aber ins Deutsche übersetzt, U-Bahn Butterbrot. Nein, danke, U-Bahn Butterbrot. U-Bahn Butterbrot klingt wie etwas, was dir Freitagnachts Jugendliche um 2:30 morgens andrehen und dann ist das aber nur so eine kleine Tablette mit einem Smiley drauf. Und wenn du die nimmst, wirst du 8 Tage lang von 3 Katzen verfolgt, die alle sagen, Jonathan kennt dein Geheimnis. Nein, danke, U-Bahn Butterbrot. Nicht für mich.